Schau Phineas und Ferb im Disney Channel. Wer sind die zwei Trottel? Phineas und Ferb sind keine Trottel. Sie sind die verblüffendsten, coolsten, kreativsten und tollsten Jungs, die ich kenne. Ja, nur weil das auf deiner Fanseite steht, stimmt es noch lange nicht. Und können wir mal über all diese Fotos reden? Was denn? Zu besessen? Zum einen das, aber vor allem ist deine Komposition schlecht. Was soll das auf diesem Bild sein? Ein solarbetriebener Schwarm mechanischer Kolibris, Phineas und Ferb, haben sie gebaut? Ja, klar, du schwindelst doch. Wie kannst du es wagen? Ich nehme an, das kaltschmelzungsbetriebene Karussell ist auch nur ein Schwindel. Ich rieche eine Fälschung 100 Meter gegen den Wind. Man nennt mich den Wahrheitsfinder. Es sind keine Fälschungen. Phineas und Ferb haben das alles wirklich gebaut. Und ich werde es beweisen. Im Moment habe ich wichtige große Brudersachen zu erledigen. Aber wenn du mir die Adresse gibst, können wir uns dort mittags treffen. Agent P, ich habe eine neue Kurznachrichtentechnik eingerichtet. Passen Sie auf. Doof ist los. Fang ihn bloß. Die Gefahr ist groß. Brechen Sie auf, Agent P. Meine Befehle sind eindeutig. Zwei Knacker im Schlafrock. Aufwärmen. Ist das die Mission, Sir? Nein, mein Essen. Hallo Jungs, seid ihr bereit für euren Weltraum-Nervenkitzel-Marathon? Dad, es heißt Weltallabenteuer. Ein Abenteuer im Weltall. Hier im Weltall gibt's Abenteuer für dich. Phineas, Ferb! Sie sind im Kino. Heute kein Phineas und Ferb. Was soll ich nur tun? Albert fährt morgen zurück ins Internat. Er wird mich für einen Lügner halten. Ich hätte da eine Idee. Phineas und Ferb haben diesen 3D-Projektor für mich gemacht. Ich kann damit eines ihrer früheren Projekte in den Garten projizieren. Dein Bruder wird glauben, dass sie es gerade gebaut haben. Und es wäre nicht gelogen, weil sie es ja wirklich gebaut haben. Dann leg los. Ja, mal sehen. Oh, das ist von damals, als Phineas und Ferb den Eiffelturm in Originalgröße nachgebaut haben. Ich werde den Projektor im Busch verstecken. Aber sieh mal, Albert kann man nicht reinlegen. Man nennt ihn den Wahrheitsfinder. Also, ich find's echt überzeugend. Und er soll Phineas und Ferb persönlich treffen. Nur schade, dass wir nicht Phineas und Ferb sind. Ich habe eine verrückte Idee. Zeit für eine Veränderung. Yeah! Aber eine männliche Veränderung. Volle Kraft voraus! Oh, hallo. Ist das der Doofenschmerzzug? Nein, ist er nicht. Ihr kommt alle zu spät zur Arbeit und werdet gefeuert. Oh, Perry das Schnabeltier, hallo. Wolltest du mein neues Hobby sehen? Modellnachbauten echter Zugstrecken und Zugbahnhöfe. Sogar echter Modellmüll. Eine Schande. Mein Vater hat mir eine Modellbahn gekauft, als ich noch ein kleiner Bösewicht war. Aber, naja, er wollte mich nicht damit spielen lassen. Vati, darf ich mit meinen Zügen spielen? Nein. Jetzt, wo ich alt genug bin, mir selbst eine zu kaufen, bin ich enttäuscht, wie schäbig die Qualität dieser billigen Nachbauten ist. Deshalb werde ich um die Erde reisen und schrumpfe die größten architektonischen Schätze, um sie in meine Modelllandschaft einzubauen, siehst du? Der Schrumpfnator ist zum Schrumpfen und der Karton ist für die geschrumpften Schätze. Und das Natronwasser ist gegen meine Reisekrankheit. Nächster Halt, Kairo, Ägypten! Falsche Richtung. Wir sind soweit. Was? Nein, 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 nein. Ihr könnt nicht beide Phineas sein. Das habe ich ihm auch gesagt, aber er hat mich ignoriert. Phineas hat nun mal mehr zu sagen. Irving, bist du da? Er ist hier. Schnell, zieh das an.